Unterschied ist dahin gesehen, dass man Social Business eher auf das große Ganze bezieht. Also ein Unternehmen wandelt sich, ein größeres Unternehmen, in dem es soziale Technologien, soziale kollaborative Anwendungen einsetzt und dadurch die Vernetzung und den Austausch anregt der Kollegen und Kolleginnen untereinander. Und Smarter Working ist eher so die Einzelaktivität des Kollegen. Er versucht, sein Handeln, sein Arbeiten, sein Lernen im Unternehmen ja persönlicher zu optimieren und auch im Austausch mit seinem Team und auch im Austausch mit dem Kunden gewinnbringender zu gestalten, effizienter zu gestalten, indem er kollaborative Anwendungen einsetzt. Für mich war es tatsächlich neu, so kollaborativ in einem Kollegium zu arbeiten, wie Wikimedia das tut, als ich hier angefangen habe. Ich hatte vorher klassische Jobs in großen deutschen Unternehmen und dort wurde dann halt zum Beispiel ein Dokument erstellt. Dieses Dokument wurde per E-Mail an andere Menschen zum Review geschickt. Dann kam eine oft gleich benannte Version zurück und spätestens nach der fünften Version wusste man überhaupt nicht mehr, welches die aktuelle Version ist. Das geht mit Wikis anders, weil dort wird jede Bearbeitung gespeichert und zwar mit einem Zeitstempel und man kann auch sehen, wie er bearbeitet hat. Das funktioniert in Wikipedia, in der Versionsgeschichte, genauso wie in anderen Arbeitswikis auch. Und das macht wahnsinnig viel einfacher, weil ja, man sieht immer nur die alleraktuellste Version, aber man kann eben auch alle Schritte zurückverfolgen, um zu schauen, wo hat denn wer was eingetragen, wenn einfach eine Information entweder rausgeflogen ist oder eine Quelle nicht da ist oder man einfach eine Information von jemandem braucht und die Person ausfindig machen können will, die man fragen will. So, we have a very decentralized working environment in which fewer than 10% of the employees at Automatic work from the San Francisco Bay Area, which is where our headquarters are. People can live and work wherever they want in the world. And we communicate mostly through online text methods such as Slack or our internal communication system, which we call P2s. It's essentially our intranet. And that's how we communicate with one another and stay in touch. Yeah, at least once a year, we have a very large get-together, and that's called the Grand Meetup. It's everyone in the entire company will fly in and be in one place together for a full week. And the last one just happened around a month ago in Park City, Utah. And it's a great time for us to get together and strengthen those relationships, meet new people who joined over the course of the past year, and so on. Aside from the Grand Meetup, we also have team meetups. And most teams either meet one or two times a year in a place of their choosing. So they might want to meet in a place where they already have a few employees working, or they might want to meet in some new location, some central ground, or somewhere exotic. That's fine too. We've had meetups everywhere from Amsterdam to London to South Africa, Australia, New Zealand, Hawaii, it's all over. Also ich glaube, dass es uns schon so im Blut liegt, dass wir eigentlich das nur offensichtlicher machen, indem wir Social Software und kollaborative Anwendungen einsetzen. Ja, wir wollen uns austauschen, wir wollen mit Kollegen kommunizieren und rausfinden, was wissen die, was kann uns weiterhelfen oder was kann ich dem anderen mitgeben. Und das machen diese Anwendungen eigentlich nur sichtbarer. Ja? Die ermöglichen mir, Informationen schneller und sichtbarer abzurufen, die ich eigentlich sowieso gerne mit demjenigen austauschen würde, wo ich klassisch sonst zum Telefonhörer gegriffen hätte und nachfragen hätte müssen. Wer weiß das vielleicht, kann ich es schneller sehen. Deswegen glaube ich, dass das Ganze miteinander stärker verbunden wird und wir gar nicht so viel zusätzlich machen müssen. I'd say self-management. I think team spirit is important too, but self-management is just so critical in a distributed environment. When you're working from home, and perhaps you're working from home in a country where there aren't very many other automaticians, I think having that ability to work on your own and to be a self-starter and to be productive in that environment is absolutely critical.